Hallo, heute möchte ich mit dir etwas backen, was sich perfekt für ein Sonntagsfrühstück anbietet. Natürlich bietet sich das auch zu einem normalen Kaffeetrinken am Nachmittag an oder als Snack für zwischendurch oder vielleicht, um den Kindern mit in die Schulbrotdose zu geben. Und zwar backe ich mit dir Nutella-Hörnchen. Für den Teig brauchst du 500 Gramm Mehl, einen gestrichenen Teelöffel Salz, 100 Gramm Zucker, einen halben Würfel Hefe, 100 Gramm weiche Butter, ein Ei und 250 Milliliter lauwarme Milch. Bis auf die Hefe gebe ich jetzt alle Zutaten in eine Rührschüssel. Die Hefe brösel ich dann zum Schluss noch drüber und lasse dann alles für ca. 5 Minuten miteinander verkneten. An dem Teig gehe ich jetzt überall nochmal mit einem Teigschaber entlang. Gib dann darüber ein Abtrockenhandtuch und lass den Teig für ca. 45 Minuten an einem warmen Ort gehen. Nachdem der Teig aufgegangen ist, können wir jetzt unsere Nutella-Hörnchen formen. Dafür gibst du als erstes den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche, gibst nochmal etwas Mehl oben drüber, dadurch, dass der Teig etwas klebrig ist. Ich nehme da zur Hilfe einfach einen Teigschaber, dann hat man nicht direkt alles an den Fingern. Und dann verknete ich den aber auch nochmal in den Händen. Der Teig wird jetzt zu einem Kreis ausgerollt. Den rolle ich so lange kreisförmig aus, bis er circa einen halben Zentimeter hoch ist. Der Kreis wird jetzt in 8 Stücke geschnitten. Und an jedem Stück in der Mitte am Ende schneide ich jetzt nochmal einen circa 1,5 cm langen Schlitz rein. Und jetzt kommt Nutella ins Spiel. Denn jetzt kommt auf jeden Schlitz hier oben noch ein gutes Stück Nutella drauf. Jetzt werden die Hörnchen noch geformt. Ich habe mir schon direkt ein Backblech mit Backpapier zur Seite gelegt, dass ich da die Hörnchen dann direkt draufsetzen kann. Und dafür nehmen wir jetzt hier das rechts und links den Schlitz, legen den einmal über und drücken das Hörnchen förmig an. Und jetzt wird das Hörnchen nur noch aufgewickelt. Bevor die Hörnchen jetzt in den Ofen gehen, kommt noch eine Eigelb-Milchmischung drüber. Also dafür verklepperst du einfach das Eigelb und einen Schluck Milch und streichst damit die Hörnchen ein. Dadurch bekommen die einfach einen schöneren Glanz und sehen noch schicker aus. Jetzt gehen die Hörnchen in den vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Ober-Unterhitze für ca. 25 bis 30 Minuten. Also ich finde, optisch können die Hörnchen auf jeden Fall von denen von einem Bäcker mithalten. Wenn du die nachbackst, dann beiß mal bitte ganz schnell rein und schreib mir, ob die auch geschmacklich mithalten können. Ich hoffe, dir hat das Rezept gefallen. Ich habe dir das natürlich auch abgetippt und auf meinen Blog gestellt. Den Link dazu findest du unten in der Infobox. Kannst ja generell einfach mal auf meinem Blog vorbeischauen oder bei mir auf Instagram. Bis zum nächsten Mal, deine Janika.